wir unterscheiden uns grundlegend von den anderen, weil hier sich eigentlich die afrikanische Geflüchtete, junge Geflüchtete, sich um die anderen afrikanischen Geflüchteten, jungen Geflüchteten einsetzen. Zuerst mal, wenn die Leute zu uns kommen, geht es uns darum, erstmal zu gucken, in welcher Situation sind die Leute. Wie können wir sie irgendwie im Leben auch so stabilisieren, dass sie ihren Integrationsprozess selbst in die Hand nehmen? Also, dass sie über Übersetzungsarbeit, Begleitungsarbeit zu den Behörden, Anwaltsvermittlung. Dadurch, dass ich selber auch aus Äthiopien komme und selber ehemaliger Flüchtling bin, passt das perfekt. Also dieser Kontakt ist einfach viel besser, wenn man jemandem gegenübersteht, der die Kultur kennt. Migrafrika ist viel helfen. Ja, zum Beispiel nicht nur Schule, Deutschsprache und ein Deutsch übersetzen. Wenn ich meine Eltern jetzt fragen würde, die mit mir damals gekommen sind, denen hat das schon gefehlt. Eine Organisation, die einfach die Sprache spricht, die Kultur kennt, die weiß, welchen Schritt man als erstes macht. Wir werden von St. Peter-Kirche unterstützt. Und St. Peter stellt uns die Räumlichkeiten, damit wir auch die Orientierungskurse machen können. Aber auch eine Kirchengemeinde wirken wir mit, ob wir in unserer Musikband mitbringen und für die Unterhaltung sorgen oder auch beim Aufräumen helfen, das spielt keine Rolle. Also wir helfen und bekommen dann sehr viel Hilfe von der St. Peter-Kirche. In Äthiopien fangen wir nächstes Jahr an, dass wir Fluchtprävention machen, weil viele nicht wissen, welche Gefahren werden auf dem Weg begegnen. In Libyen, im Sahara kommen sehr viele um. Im Mittelmeer kriegen wir das ja jedes Mal mit. Um das zu erklären, ist der Verein verantwortlich. Die Jury nominiert das Projekt Orientierung plus 2, weil es neben Integrationshilfen auch die Grundwerte unserer Wertegemeinschaft wie demokratische Grundordnung, Sozialstaatlichkeit, Gleichberechtigung und Toleranz nachhaltig vermittelt.